keine Zeit verlieren. So lautet die Parole hier bei Assassin's Creed Unity. Ja, und jetzt haben wir noch ein bisschen von Arno erfahren, von seiner Vergangenheit und vor allem von seinem Werdegang zum Assassinen. Und nun ist halt die Frage, die uns hier gestellt wird, ob wir auch beitreten wollen der Bruderschaft der Assassinen. Denn nur dann können wir irgendwie weitermachen, sprich nur dann geht es hier weiter. Und ja, wenn wir halt irgendwie ein paar Geheimnisse zum Phoenix-Projekt von Abstergo erfahren, war interessant. Noch ein paar Kommentare. Bei dem bin ich mir unsicher, Deacon. Vielleicht den Stecker ziehen. Nö, bitte nicht. Kommt ein bisschen vor wie in der Matrix. Gute Wahl. Willkommen bei den Assassinen, Novize. Naja. Programm wird geladen. Abstergo. In den 50er Jahren gab es die These, dass die menschliche DNA dem Dreifach-Helix-Modell entspricht. Einige Jahre später ersetzte die Arbeit von Crick und Watson diese These durch eine Doppelhelix. Heute kennen wir die Doppelhelix als die unumstrittene Basis allen Lebens auf der Erde. Aber warum passte die Dreifachhelix so gut ins Bild? Warum schienen Franklins Röntgenstrahlen sie zu belegen? Es zeigte sich, dass die ersten Proben geringe Spuren von Vorläufer-DNA enthielten. Den seltenen Genen einer uralten Rasse, eingebaut in unsere. Wir wissen nun, dass die Dreifachhelix die Basis des Genoms der Vorläufer ist. Sie ist der Stein von Rosette für die Genforschung. Wenn wir den Code knacken, wenn wir das komplette Vorläufergenom sequenzieren, können wir unser Wissen immens erweitern. Mit der Animus-Technologie wird sich uns erstmals die Geschichte der Vorläufer eröffnen. Wir werden alte Sprachen entdecken und uns alte Technologien nutzbar machen können. Stellen Sie sich vor, was möglich sein wird, wenn wir die Technologie der Erdensplitter beherrschen. Solche Entdeckungen wären hundertfach bedeutender als die Spaltung des Atoms. Letztes Jahr entdeckten wir große Mengen Vorläufer-DNA bei einem Spender, dessen Gene menschliche und Vorläufer-DNA im Verhältnis 25 zu 1 enthielten. Mit dieser Probe beginnt unsere Arbeit. Unser Ziel ist es, die Dreifachhelix zu knacken, das Vorläufergenom zu sequenzieren und die Welt zum Guten zu verändern. Für uns alle. Willkommen beim Phoenix-Projekt. Also, das ist der Stand der Dinge. Letztes Jahr fand Abstergo den Körper eines sogenannten Weisen, einer sehr seltenen Art Mensch mit sehr viel alter DNA. Die Suche nach weiteren Weisen begann, in Vergangenheit und Gegenwart. Je mehr Abstergo findet, desto näher kommen sie ihrem Ziel. Wir haben ihre Suche vorerst unterbunden, aber Abstergo wird nicht aufgeben, bis sie das Vorläufergenom vollständig sequenziert haben. Also, warum Arno Dorion? Warum ihm durch die Französische Revolution folgen? Es zeigte sich, dass Arno irgendwann mit einem Weisen in Kontakt kam. Wir müssen herausfinden, wo und wann diese Treffen stattfanden. Wenn Arno beim Tod des Weisen anwesend war, könnte das Abstergo zu seiner Leiche führen. Natürlich wollen wir sie zuerst finden. Und da kommst du ins Spiel. Es wird nicht einfach. Um die Daten zu stabilisieren, muss genetische Erinnerung sequenziell erforscht werden. Aber wir wissen, dass du das schaffst. Und du bist nicht allein. Andere Novizen, Assassinen genau wie du, tragen dazu bei, den Kampf zu beenden. Wenn du mehr Training brauchst, mehr Erfahrung, dann ruf sie zur Hilfe. Okay. Wir laden die nächste Sequenz. Paris, 4. Januar 1791. Ich habe etwas für euch. Je mehr Zeit du bei Arno verbringst, desto mehr Daten haben wir für deine Synchronisierung mit ihm zur Verfügung. Und für die Aktivierung seiner Fähigkeiten. Hier, sieh dir das mal an.
Also sieben Fähigkeiten freigeschaltet. Okay, neues eingeschaltet. Fernauf, Nachhilfepunkte, Geldbeutel, abholen die Gefälle. Alles klar. Ja, mal gucken, war Nahkampf, was haben wir hier? Voraussetzungen, Schmetterschlag. Sie können zwei abschließen. Kampf drücken. Jo, soweit dürfte das klar sein. Und zielen R1 an und R2 drücken, um zu schießen. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so funktioniert. Wenn sie ausgelöst, ist die Fernwaffe aus. Ja, das klingt ja toll, aber... Gut, die haben bereits freigeschaltet, ja, soweit schon, aber... Das heißt, ich darf jetzt bereits Fernwaffe einsetzen, wa? Interessant, schleichen. Das hat er mit anderen Spielern zu teilen. Oh, das klingt doch mal geil. Nicht in den Feinden, wenn sie sehen, seine Person an, drücken sie, um so eine Idee zu verkleiden. Hm. Abrollen. Das stürzen, 14, 100, Schutz, und aus dem Boden Kreis drücken, alles klar. Umgebungsuntertauchen. Ah, ja, hier mal ganz viel, war Schlösser knacken, Lehrling. Ja, das ist so schlecht, also so schwer zu kapieren, das hatten wir auch schon. Gesundheit. Müssen aber eigentlich noch haben, wa? Was? Das dickste Fell, dickeres Fell, dickes Fell. Okay, denk mal, das kommt später noch. Nur noch eins. Während ihr beschäftigt wart, hat sich Deacon ein wenig in Arnauds Erinnerungen umgesehen. Er war ein umtriebiger Mann. Seht ihr das Symbol? Das ist eine Koop-Mission. Ich spiele sehr viele Multiplayer-Spiele. Wie ist es mit euch? Ich dachte, wir machen die Sache mal interessant. Diese Mission hat Arnaud mit anderen Assassinen durchgeführt. Hier bekommt ihr einen Eindruck davon, worum es bei uns geht. Geht einfach in den Glitch, dann bekommt ihr alle Details. Ich habe sie auf der Karte markiert. Alles klar, dankeschön. Belohnung, versteckte Klinge halten. Ja, Waffe ziehen ist nur das Schwert, aber wie kann ich jetzt eigentlich gerade anpassen, bitte? Ausrüstung, Waffen, und zwar einhändig ist noch das Teil, okay, das sehe ich ein, lang brauchen wir gar nichts, aber ich habe auch, okay. Pistolen habe ich jetzt zwei. Und vor allem die brauchen, wa? Hm, deaktivieren kann ich die gar nicht, okay. Die brauchen wir keins, das heißt, ich kann jetzt echt da die Waffe... Das klappt jetzt, wenn ich jetzt die Waffe ziehe. Nö. Drücke der R2, aber klappt nicht. Weil ich sie wohl auch nicht ausgerüstet habe. Könnte natürlich ein Fakt sein, wa? Die Frage ist bloß, ob auch alles mit das klappt. Sind die falschen Charakteranpassungen nochmal? Fähigkeiten, Nahkampf. Ja, also wir haben es ja. Dann müssen wir erwerben. Anpassen, ja? Waffe auszudrücken, okay. Hm. Besseren Gürtel brauchen wir allerdings auch nicht. War mit der Waffe dran? Wie kann man die jetzt genau? Moment mal. Heckverbesserung. Ah, ja, ganz toll. Nee, nee, braucht's nicht. Ja, ist schon gut. Unsere Pistolen wollen wir ansehen. Ja, aber auch nicht. Hä? Ja, also mein Ziel ist eigentlich nur, dass ich jetzt die Pistole auch ausrüsten kann, aber das will einfach nicht gelingen. Ah, jetzt haben wir das schon wieder. Ja, Entschuldigung. Charakteranpassung, ja, ganz toll. Na gut, vielleicht kommt das noch, wa? Machen wir erstmal weiter. Training freigeschaltet, Training freigeschaltet, alles mit den Trainings. Versuche gerade damit eher Einsatz zu machen, aber klappt irgendwie auch nicht so, wie ich es gerne hätte. Muss ich irgendwo ausrüsten können?
Er muss sowieso ein bisschen überrumpelt, können wir beinahe auch schon sagen. Ja, Tutorials sind meine soweit auch klar, aber was ist, wenn ich jetzt Charakter anpassen kann? Ich muss irgendwie gehen. Das heißt, wir haben jetzt endlich, wa? Ja gut, wird wohl das sein, wa? Oder auch nur ein davon, also hätten wir ruhig kaufen können. Und dann könnte ich vermutlich auch endlich mal die Waffen ausrüsten. Ich kann nicht ganz kapieren, ist sie so, ich bin... Ja. Wie soll ich das Ganze überhaupt hier auf R1 legen? Hier drin steht doch gar nichts. Ich meine, hier kann ich R1 machen und so, oder? Kann das Ganze irgendwie hier hin und her switchen, aber hier kann ich gar nichts drauflegen. Okay, da muss man irgendwie noch schlau machen, Leute, wie das genau funktionieren soll. So, knapp 90 Meter noch. Ah, toll. Ja, Arno, keine Sorge, hast bald geschafft. Moment, wie ging das jetzt schon wieder mit dem? Komm schon, springen! Ja, guck mal, ist halt so. Okay. Geht nur auf einen Wege. Nee, müsste auch anders gehen. Ja, hoch, klappt es runter nicht mehr, oder wie? Ja, genau so ist es. Hä, wo ist denn der genau? Moment mal ganz kurz, geht natürlich so viel einfacher. Und zwar heranzoomen. Ich will. Ich will wohin? Das ist das Gebäude, ja, soweit ist natürlich auch alles klar. Ja, und ich stehe dort. Er muss doch irgendwo in der Nähe sein. Ein bisschen seltsam. Die Alarmglocken, na, dankeschön. Wo sind die Dinger überall? Kann ich die bereits deaktivieren? Na, mal schauen. Oh, sind noch Wachen. Oder Wert oder was auch immer. Zum Glück klappt es hier auch so. Ja, so. Was denn das hier? Kokarden gefunden. Ah, interessant. So findet man die also. Ja, da oben sehe ich, was ist. Wow. Jups. So, jetzt ganz kurz noch hier hoch, wenn ich bitten darf. Ja, das könnte klappen. Dankeschön. Ups, da war dort gerade nichts. Aber egal. Nein, ich wollte... Sag mal, Arno, muss das jetzt sein? Ich wollte gar nicht runter. Also, ich habe jetzt nur X gedrückt, sprich nicht zum Sprung angesetzt, was eigentlich abwärts der Kreis wäre. Moment, also teilweise... Aber ich habe das Gefühl, das Spiel verarscht mich ein bisschen mit der Steuerung. Die Abschlussfeier. Sequenz 3, Erinnerung 1. Lohnungen 0 von 2. Okay, wollen wir uns mal ansehen. Gesamtquantität 6% bereits. Interessant. Wie heißt die Mission? Die Mission? Schwing deinen Arsch in Position und stell keine Fragen, Pissbot. Stets zu Diensten. Wann wird er endlich aufhören, uns so zu nennen, ey?
Jemand repräsentiert, jemand hat eine schwierige Mission, sich ihr Level. Ja, gut zu wissen. Die Wachen töten, die Glocke sabotieren, was ich vor allem seltsam finde, ist, dass er einfach das so macht, war ohne groß zu hinterfragen, von wegen, ja, du, muss es sein. Dann lass ich bitte hier runter. Sag mal, ja, schon besser. Fall ich denn hier direkt rein? So, dann hoffe ich mal, ich kann ihn noch irgendwie anlocken, durch Pfeifen zum Beispiel. Ja, toll. Hey, was war das? Ihr kennt die Regeln. Einer fehlt noch. Nö, fehlt keiner mehr. Ich wollte es ein bisschen eleganter machen, aber so geht es natürlich auch. Sir Guillaume de Roussel hat gütigerweise unserem Preis von 40% zugestimmt. Eine Verzweiflungstat. Und der Priester? Das wird schon werden. Eure Zuversicht ist ansteckend, Siver. Meine Leute werden den Wagen bereithalten. Hier sind die Details. Seht zu, dass es glatt läuft. Entendu. Seht zu, dass es glatt läuft, Kretin. Wann habe ich... Hilfe! Mörder! Diese Bastarde Mörder! Hat immer Leibwachen. Und? Ja, was und? Ich brauche... Nächstes Mal erledige das, bevor einer losschreit. Ja, ist schon gut. Sie hier, solange dieser Siver noch lebt. Er tötete Monsieur de la Serre. Geduld. Sie wäre es nicht unser Ziel. Nicht heute. Komm schon. Der Rat wartet auf unseren Bericht. Okay, schließen, dringen Sie, um den Rauchbau anzuwenden, um das ausgerüstet, dringen Sie eins, um sie zu werfen. Verstärken Sie sich der Gegner und verschaffen Ihnen Zeit zu fliehen. Das sind eine Menge Beine. Auf die Beine, haltet ihn auf! Ich erwisse dich schon, du Retter! Oh. Was war das? Es sind irgendwie überall solche Dinger. Das ist doch gar nicht schön. Ja, toll, geht gar nicht. Ah, weg hier. Was soll? Ah, betrinkt er uns, dann schlecht. Ein Tag hat aus der Deckung, also auch nicht schlecht. Ja, dann auch nichts. Jetzt wollen gerade mal die drei Typen noch so lässig flockig von der Seite her umnieten, aber natürlich geht's nicht. Was ist los bei dir? Dann wird sich auf die los, auch nicht schlecht. Dann helfen sie einfach. Alter Schwede. Eben diese brutale Gewalt. Jetzt sieben Fulls. Sehr schön. Jetzt wieder. Pardon. Bleib sofort stehen, Male. Nö. Ja, könnt mich mal, willst du überhaupt hin, Kumpel? Mann, Benny, sag doch mal was. Mord, Patrioten. Diese Narren legen sich mit jedem an. Sie dürfen uns nicht bemerken. Halten wir sie nicht auf? Aufhalten. Ausweichen, das spielt keine Rolle. Es kommt immer ein Fanatiker nach. Du kannst nicht jeden retten, Pissbot. Schade. Äußerst tröstlicher Gedanke.
Ja, irgendwie schon, wa? Extremisten! In Oja kann die Bevölkerung sie von den Templern bezahlt. Die Extremisten kennen sie, erkennen und sie überall in der Stadt angreifen. Also, er wusste dann. Vorsicht, Leute, Remy hat Monsieur Apinos Leiche in einem Innenhof nicht weit von hier entdeckt. Mit aufgeschlitzter Kehle. Zum Café Theatre gehen. Mit dem Attentat aus Deckung 03. Mit ihm Schritt halten. Jojo, gehen wir einfach hinterm her, wa? Die Bevölkerung schreit, wir machen nichts. Also, ganz ehrlich, ey. Ist ja wirklich besser, Assassine zu sein als Templer, stellt mir langsam schon die Frage. Der ist noch ganz schön flink für so ein Alter. Brauchst du eine Pause? Sagt Arno zu Billig, obwohl Billig gerade vor uns ist, also von dem her. Entschuldigung! Sag mal, wo geht denn über... Na, es ist auch einfach. Entschuldigung! Brauchst du eine Pause? Also eins muss man schon lassen, so über Bäume klettern und über den Dach natürlich auch noch. Das hält einen fit. Wenn man gerne vorstellt, dass das Tag ein, Tag aus machen müsste. Hallo Muskelkater. Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Was, ein Boden töten? Was, ein Boden? Kampf der Fraktionen! Wachen im Blau, greifen extremisten in Rot, immer als Erster, wenn sie selbst anzugreifen, um komplett vorzubeugen. Gut, machen wir also nix. Ile Saint-Louis. Wo geht der jetzt wieder hin? Ich glaube das nicht. Da treffen wir sie wäre nach einem Jahr und du lässt ihn gehen? Nur weil sein Name nicht auf einem verdammten Papier stand? Es ist die falsche Zeit. Zu viele Variablen. Zu viele Unwägbarkeiten. Und wenn wir ihn wieder verlieren? Er wird morgen in Notre Dame sein, wenn er sich an den Plan hält, den wir fanden. Das hättest du eher sagen können. Hat er aber leider Gottes nicht gemacht. Und wie es hier weitergeht mit Arno, mit Billig. Im Hauptquartier der Assassinen, das erfahren wir dann im nächsten Mal. Jetzt sind wir noch da hinten. Schauen wir uns auch im nächsten Part an. Bis dahin, ciao zusammen.